Die Fernuniversität Akkad reichert ihre Studiengänge für 7500 Studierende schon lange mit digitalen Lernmitteln an. Jetzt entwickeln sie aber ein ganzheitliches digitales Studienmodell, bei dem die digitalen Inhalte, eine adaptive Lernplattform und Kollaborationsmöglichkeiten optimal ineinander greifen. Dafür geht der E-Learning Award in der Kategorie Digitales Studienmodell an Professor Dr. Ronny Fürst von der Akkad Universität. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, mit Ihnen über dieses Projekt ein klein wenig zu sprechen, Herr Professor. Vielleicht stellen Sie uns einmal Ihr digitales Studienmodell vor, dass wir uns das besser vorstellen können. Sehr gern. Vielleicht darf ich die Gelegenheit nutzen, weil die verdientesten Personen des Projekts gar nicht da sind, nochmal den Preis an Herrn Grützbach, unseren CTO, und den Kollegen Professor Markgraf, der das Institut für Digital Expertise and Assessment leitet, hier auch nochmal zu würdigen, stellvertretend für alle Mitarbeiter. Und jetzt zum Studienmodell. Die Akkad University, für viele, die es vielleicht nicht wissen, wir sind ja seit über 50 Jahren auf dem Markt, waren die erste private Fernhochschule, die das orts- und zeitunabhängige Studium offline schon Jahrzehnte macht. Das Besondere jetzt an diesem Studienmodell ist, dass wir das Begleitende im Fernstudium früher noch sehr präsenzorientiert durch Lehrveranstaltungen auch durchgeführt haben, seit ein paar Jahren sehr konsequent alles digitalisiert haben und die Lernbegleitung jetzt digital stattfindet. Und das Besondere daran ist, dass wir jetzt nicht nur einfach E-Learning-Tools eingeführt haben, wie das vielleicht auch andere tun, hier ein Video, da etwas anders, sondern ein umfassendes, ganzheitliches Studienprogramm entwickelt haben, wobei dann die digitale Lernplattform eine große Rolle spielt. Und das heißt, wir begleiten den Lernenden in seinem Selbstlernprozess, dass er flexibel, individuell, effizient, ohne uns sozusagen jederzeit studieren kann. Und dabei ist es beispielsweise wichtig, dass neben Veranstaltungen, neben Content, den wir digital bereitstellen, auch Tutoren dabei sind, kollaboratives Lernen dann auch genutzt wird. Aber ich denke, da kommt die eine oder andere Frage wahrscheinlich noch. Sie haben 7500 Lerner, die das hier betrifft, Studierende. Wie bekommen Sie mit, was an Lerntransfer wirklich rüberkommt? Gut, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil. Früher hat man das nur als Professor dann im Detail mitbekommen. Bei dem ein oder anderen, bei zigtausend Studierenden ist das schwierig. Jetzt ist es so, über den Akkad Campus, die neue virtuelle Lernplattform, sehen wir zum einen beim Einchecken in einzelne Module, wie der Lernstand ist. Dann gibt es einige Tools, die dann auch messen, wie ist der Lernfortschritt. Wir geben Feedbacks, wir haben einen einheitlichen Medienplayer, von dem, egal was der Student benutzt, er kann kontextsensitiv fragen. Dann werden die Fragen beantwortet. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Instrumente über die Technologie, mit der wir ganz klares Feedback haben, wo stehen die Personen, bis hin dazu, dass wir auch einladen, wenn die Studierenden Fehler finden, können sie die uns über die aktuelle Plattform auch mitteilen, sodass wir auch im Selbstlernprozess immer besser werden. Herr Professor, Sie setzen ja auch MOOCs ein, also Massive Open Online Kurs als Methode. Wie wird das eingesetzt und was sind Ihre Erfahrungen? Weil sehr viele Unternehmen überlegen, auch in Deutschland, Schweiz und Österreich, ob das eine Methode ist, trauen Sie aber noch nicht so richtig ran. Ihr seid da mutiger. Was sind da Ihre Erfahrungen? Grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn zum Beispiel so, vielleicht jetzt bei der Videoaufnahme nachher der Professor oder der Tutor oder vielleicht auch Kommilitonen auch über das Bild und die Sprache motivieren können und was erläutern können. Von daher setzen wir das ein, aber nicht nur. Ich glaube, das ist einer der Fehler, den man vielleicht begehen kann, was andere Ansätze versucht haben. Wenn man jetzt nur Vorlesungen abfilmen würde und denkt, damit ist ein digitales Studium funktioniert, dann ist das weit gefehlt. Es bedarf einer Vielzahl an Möglichkeiten, weil im Mittelpunkt steht jeweils der Selbstlernprozess des Studierenden.
Und deshalb ist es wichtig, dass er zu seiner Zeit, also orts- und zeitunabhängig, dann die entsprechenden Fragen beantwortet bekommt. Von daher haben wir auch eine Heerschaft an Tutoren, Professoren, die beispielsweise über E-Mail oder andere Dinge telefonisch immer wieder auch für Feedback zur Verfügung stehen. Aber ich kann jeden nur einladen, einzusteigen, nur nicht allein auf dieser Dimension, nur auf Video zu setzen. Das funktioniert, glaube ich, allein so nicht. Ja, ich kriege gerade ein Zeichen aus der Regie. Wir können über alles reden, aber nicht über 8 Minuten. Lassen Sie uns noch für ein Pressefoto hier zusammenkommen. Ihre wertschätzenden Worte für die Kollegen werden ja nicht verhallen. Wir haben es ja aufgezeichnet. Ein herzlichen Applaus für die AKAD University.